Glück auf, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Mount and Blade with Fire and Sword. Ja, wir belagern hier gerade Festung Isum. Mit ein paar Fürsten dabei. Mal sehen, ob das was wird. Beim letzten Mal hat es ja nicht so gut geklappt mit dem Sprengen. Oh ja, diesmal hat es geklappt. Sind mal genug Leute, die Ahnung haben. Oder zumindest so tun, als hätten sie Ahnung. So, die ganze Kavallerie... Oh, guck mal, da wurde er weggehauen. Die ganze Kavallerie, die geht auf jeden Fall schon wieder in den Nahkampf. Das ist schon mal... Das muss jetzt sein. Los, los, los! Sollen die Schützen ein bisschen rumdampern? Wir machen einen auf Nahkampfluder. Überrennen werden wir sie! Oh nein, da ist ein schwedischer Reiter zu Boden gegangen. Das ist nicht nett. Zu viele Leute, die rumfeuern. Ich positioniere mich wieder auf meinem Siegesfelsen. Zenga. Venga. Bomba. Samba. Vorwärts. Au. Ich kann nicht zuhauen. Ich werde nur blockiert. Oh, ist das der Fürst? Das sieht fast so aus, als wäre das einer. Okay, das Luder ist schon mal weg. Ich leider auch fast, deshalb ziehe ich mich noch mal ein Stück zurück. Bombs. Ah, Bombs. Oh, voll nicht getroffen, ey. Wie gemein. Ich hätte mir gewünscht, das läuft besser. Es gibt Verstärkung. Haltet noch eine Weile aus. Gleich gibt es wieder Verstärkung auf die Mills. Geknallt. Macht hin da hinten, ihr Ludo. Wir brauchen hier jeden Affen, der kämpfen kann. Los jetzt. So kommt doch endlich. Okay, jetzt gibt's Haue. Mir gehen langsam die Kugeln aus. Was nicht besonders toll ist, wenn ich zugeben darf. Okay, ich brauche Kugeln. Nein, nein. Ne. Kommt schon. Habt ihr hier Kugeln? Hier war zumindest schon mal eine Muskete unterwegs. Halt. Kugeln. Boah, die Sache scheint aber schon fast gegessen zu sein. Wir nehmen die gerade aktuell ganz schön auseinander. Entschuldigung, ich wollte dich nicht in den Rücken ballern. Du, mein guter Freund. Müssten wir ein bisschen näher hier vorkommen.
Jetzt macht aber auch mal ein bisschen Rabatz. Es gibt ja wohl genug Ziele hier, auf die man anlegen kann. Hier gibt es überall Leute und ihr macht nichts. Schlemmer. Sänger. Und keine Kugel mehr. Wozu auch? Jetzt haut sie verdammt nochmal zusammen. Ja, von hier kann man auch nicht viel machen. War doch sicherlich hier. Oh ja, hier können wir sie schön unter Flankenfeuer nehmen. Rückt doch mal vor, ihr Luder. Na, die Söldner sind auch schon da. Beziehungsweise meine Reiter. Der ist weg. Und das war's. Du bist schlau, du bist übergelaufen. Ganz ein Feiner. So, 7 bei mir gestorben, damit kann ich leben. Bei meinem Feind sind natürlich schon ein paar mehr kaputt, aber was soll's. So, jetzt pass mal auf hier. 4 schwedische Reiter, dazu nochmal einen Ausgebildeten, das ist lecker. Das ist ganz lecker. 5 Ansehen gewonnen, kann ich mich nicht drüber beschweren. Boah, ich kann mittlerweile 226 Truppen haben, aber ich habe nichts, womit ich die Plätze füllen könnte. So, jetzt pass mal auf, mein Freund. Du bist stark und du bist schlau, habe ich gehört. Und du bist mein Konstrukteur, ganz zufällig. Dafür brauche ich bestimmt Intelligenz, hä? Yo. Sehr gut. Zack. Bisschen was beibringen kann er meinen Leuten ruhig auch. So, jetzt gucke mal. In Zweihand bist du ein Vogel, deshalb gebe ich dir hier mal Punkte. Werfen bist du auch zu blöd, da kannst du da ruhig auch noch ein paar Punkte reinmachen, ne? Gut, klasse Sieg und so, weiter Jakasi oder was? Wie sieht's denn hier aus? Gar nicht mal so schlimm. Hier belagert offen gesagt kein Mensch, also warum darf ich nicht ran? Weil du ein Affe bist. Ich habe aber keine Zeit hier, meine ganze Zeit hier jetzt zu vertun. Korske, Korken, die Korkenstadt oder so. Guck mal, da sind Leute drin, die mache ich platt. So, direkt mal ein bisschen... Oh, hört doch mal auf, immer das zu belagern, was ich gerade frisch eingenommen habe, ja? Habe ich hart umkämpft, Leute. Das könnt ihr doch nicht schon wieder zurückholen wollen. Polotsk wird auch mal wieder belagert. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, Verstärkung, das ist gut. Und Angriff beginnen! Treibt sie aus der Stadt! Kursk wird uns gehören! Alle Reiter in den Nahkampf. Boah, shit. Wir haben aber ganz schön viele Schützen auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt der kleine Russe. Peter kommt und haut ihn um wie eine kleine Tusse. Oh oh. Da steht was. Berichtigung, da stand was. So, immer rein, Leute, immer rein. Genug Platz für alle, würde ich behaupten. Bubble-bubble-bob. Na los jetzt, Durchbruch oder was? So, ihr Schützen, ihr seid meine schnelle Eingreiftruppe. Ihr könnt ja hier ruhig auch mal ein bisschen feuern, ne? Ich weiß gar nicht, von wo die Verstärkung des Feindes anrücken wird. Hoffentlich nicht ausgerechnet von da, gehe ich aber fast von aus. Ich fühle mich so unnütz. Ich brauche Dinge, die ich töten kann. Oh. Die Dinge, die ich töten will, die kämpfen ja zurück. Die wehren sich. Das finde ich nicht nett. Macht mal ein bisschen schneller. Ich bin total nervös, aber irgendwie kommt hier auch keine Verstärkung.
Wir haben Verstärkung gekriegt. Ein schwedischer Reiter ist zu uns gestoßen. Na, das ist ja fein. Ja, ihr wart erst auf der anderen Seite, hä? Habt hier ein bisschen sauber gemacht und jetzt kommt die ganze Masse wieder hier rüber. Neue Feinde. Von wo? Los, Schützen, in den Nahkampf. Holt's euch. Wir werden gleich angegriffen, Leute. Macht euch bereit. Leibgarde, bitte zu mir. Ich hab sonst Angst. Sie kommen. Kommen! Von hinten! Ah, dreckiger! Hinterhalt! Boah! Boah, von allen Seiten bin ich jetzt hier drauf und ich habe keine Lebensenergie mehr. Das ist gefährlich. Ein Stück zurückgezogen, sollen die das machen? Wir müssen hier hinten mal fertig werden, langsam. Sind wir auch gut, damit sich unsere Streitkräfte wieder ein bisschen hier vorne konzentrieren. So, alle Mann in Nahkampf natürlich schnell. So, meine Leibgarde ist da und vollzählig, das ist schön. Verstärkung wird gekloppt. Ah, das war nichts. Na, wir gucken mal, dass wir auch mit nach unten kommen. Meine Leibgarde kann jetzt eigentlich auch wieder angreifen. Hier oben ist jetzt keine direkte Nahkampfgefahr mehr für mich. Da sollen sie unten lieber ein bisschen mithelfen. Schützen zu mir. Wir umgehen den Feind und bilden da hinten eine schöne Linie. Und dann wird natürlich geschossen, ne? So muss das sein. Meine Schützlinie wächst. Könnte auch ruhig ein bisschen auseinanderschwärmen jetzt. Ich glaube, die Sache ist schon gegessen. Ich würde denken, der Tropf ist gelutscht. Und zwar bis aufs... Oh ja, alles gut. Haben geschaut und so. Ha, 10 Tote, das ist nicht nett. Habt ihr wenigstens ein paar Reiter, damit ich meine Verluste hier ein bisschen ausgleichen kann? Oh ja. 4 Stück. Habt ihr auch trainierte? Habt ihr nicht? Blöde Kerle. Menschenskinder. Ist schon was los hier. Damit haben wir den Russen wieder ein bisschen wehgetan. Poltava haben die sich geholt. Pleskau haben die sich geholt. Oh, ich hasse euch. Hört doch mal auf damit. Sehe ich aus, als hätte ich auf sowas Lust? Gut, neue Truppen brauchen wir aktuell eigentlich nicht unbedingt. Wir helfen erstmal dem Fürsten hier, würde ich sagen. Zack. Angriff auf offenem Felde, das funktioniert immer gut.
Wemba. Wieso geht ihr schon wieder alle auf mich los? Geht ihr wohl weg? Push! Weg! Ich will das nicht! Sehe ich nicht ein. Verschwindet. Wams. Wams. Zack. Hallo? Guten Tag. Moinsen. Huhu. Oh, oh, oh. Überall spiele ich Reiter. Ich habe Angst. Die wollen mich total plätten. Dabei bin ich doch in den ihren Team. Ohne Lasagne. Es ist aber lecker, immer so eine schöne hausgemachte Lasagne hier rumlaufen zu haben. Hallo. So, wie sieht's aus? Sind wir fertig? Wieso haben wir eigentlich keine Musik? Was soll das denn? Ich will schöne Kampfmusik haben, wenn ich hier schnetzel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es gibt hier Geschnetzeltes ohne Musikbeilage. Klappe selber, Aaskrähe. Ich helfe dir, du Schwein, und du bist mich nur am Beleidigen, pa. So, ja. Ja, doch, das sieht doch eigentlich ganz vernünftig aus. Wag es ja nicht, mir zu nahe zu kommen. Oh, gucke da, da wollen ein paar Fürsten mitspielen. Die denken sich, ja, der Peter, da helfen wir doch mal. Da kommen wir mit vorbei mit unseren Leuten und dann gibt's mal eine richtige Hausparty. Angriff beginnen und danach schnappen wir uns den Fürsten. Haha. Wisst ihr was? Wir machen alle Nahkampfparty jetzt hier. Los geht's. Ich will richtiges Geprügel sehen. Kugeln brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt schlagkräftige Masse. An der Front, oder was? Wenn hier einer feuern darf, dann ich, weil ich vorne dazu neige, mich in Gefahren zu bringen. Ich bin's halt gewöhnt, im Nahkampf ein Monster zu sein, aber die Russen, die haben so schlimme Bartäxte dabei. Wenn die damit zuhauen, da bringt mir meine Rüstung nicht mehr viel. Bomba, Zonga. Hör auf, mit Zahnstochern zu ballern. Zinga, Wimba. Reicht's aber. Los geht's. Aua. Gudi. So, die Schützen platziere ich mal hier. In Fünferreihe. Meine kleine Nahkampftruppe, weil die wollen ja alle momentan hier hochrennen, was nicht so toll ist. Weil hier hinten kommen noch genug Feinde. Deshalb sollen meine ganzen Schütze jetzt mal hier hinten ein bisschen die Verstärkung aufhalten. Und zum Angriff, Scharfschützen. Holt euch die Luder. Oh lol, da kann jemand verdammt gut schießen, da habe ich Respekt vor. Der hat mich weggelümmelt, das sage ich euch. Wollen wir es mal mit Leitern probieren? Das ist doch auch eine ganz nette Sache eigentlich, oder was? Ach, da hat der Fürst sich eingemischt, die alte Ratte. Der Sumpfkopf. Ach, jetzt gibt's auch mal wieder Musik, oder was? Also sowas, nö, also jetzt mache ich erstmal eine Pause, so.